Das Match in Kleinmünchen bringt zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten geben die Gäste den Ton an. Vierte Minute. Robert Lenz zieht in den gegnerischen Strafraum. Und Torhüter Petrosic zieht auch, nämlich die Notbremse. Elfmeter für die Spielgemeinschaft Bregarten. Markus Plutsch verwandelt den Strafstoß trocken zum 0:1. Von Donau gibt's aus dem ersten Durchgang nur diesen Freistoß von Florin Anitoyo in der 14. Minute. Ansonsten sind es die Mühlviertler, die das Match bestimmen. Minute 17, Ecke Plutsch und ein Kunstschuss von Erik Freudenthaler. Über alle drüber, rein ins Netz. Bregarten führt 2:0. Und das bleibt auch bis zum Pausenpfiff so. Die Kleinmünchner dann wie ausgewechselt. Kaum 3 Minuten nach Wiederbeginn auf der Uhr und nach einer gekonnten Drehung um die eigene Achse verkürzt Matej Vidovic auf 1:2. Donau zurück im Spiel. Und jetzt will man mehr. Es gibt eine Vielzahl von Chancen. Stellvertretend diese hier. Erneut sucht Vidovic den Abschluss. 69. Minute. Doppelpass Mavrei Urascanin. Und dann ist es Dominik Meyerwöger, der Mavrei im Strafraum zu Boden reißt. Dafür gibt's Gelb-Rot von Schiedsrichter René Kettelgruber. Den Elfer haut Edwin Urascanin rein. Donau und Bregarten trennen sich im Sonntag-Martinet mit 2:2. Natürlich wird man ein bisschen lauter, wenn man so eine Halbzeit sieht, die erste Halbzeit. Aber ich habe plädiert, dass sie an ihren Stärken glauben. Und wir haben daheim fast alles gewonnen. Auch eine Niederlage haben wir, aber wir haben immer einen fantastischen Fußball gespielt zu Hause. Ich tue mir noch selbst schwer mit dem Einschätzen der Situation, aber gefühlt ist jetzt einmal ein gewonnener Punkt.